Gruppe RoboVR und die besteht aus Michel und Lukas und ich freue mich sehr auf ihre Präsentation. Ja, habe ich jetzt? Ja, jetzt habe ich schon. In dem Sinne herzlich willkommen zur ersten Präsentation, zu unserer Präsentation. Wir haben uns gedacht, wir setzen unser Projekt von Jugendhack Nord fort. Wir haben uns damals einen Roboter überlegt, der mithilfe der Oculus Rift, also einer Virtual Reality Brille, gesteuert werden können. Da liegt sie. Und naja, zum einen, es gab ein Motto dieses Jahr, es hieß Grenzen im Kopf. Und wir haben uns gedacht, Grenzen im Kopf, es sind nicht nur Grenzen im Kopf, es ist diese Grenze zwischen der virtuellen und der reellen Welt, in der man sagt, wir wollen diese Grenze übertreten. Wir wollen sagen, wir wollen etwas aus der virtuellen Welt in der realen Welt steuern. Und das Ganze möglichst auch noch so, dass wir selber die Möglichkeit haben, trotzdem mit der realen Welt in der virtuellen Welt zu interagieren. Das ist unser nächstes Ziel dann. Hier sind zwei Löcher, die beiden Augen des Roboters. Sie haben noch keine Kameras, aber das kommt noch. Naja, gut. Kurz zur Funktionsweise. Der Roboter kann sich in der horizontalen und in der vertikalen jeweils drehen. Der ganze Roboter soll irgendwann eventuell auch noch mal fahren können. Im Moment kann das noch nicht. Das ist dann auch noch ein weiteres Ziel. Und ja, was wir zum Beispiel überlegt haben, was man mit so einem Roboter machen könnte. Man könnte so einen Roboter, wenn er dann fahren könnte, in ein Gebäude schicken, in ein einsturzgefährdetes oder brennendes Gebäude, sodass man da keine Menschen reinschicken muss, die man dann gefährden müsste, um halt in dem Fall dann Menschen zu schützen. Und ja, genau. Mal kurz zur Demonstration. Man kann den Roboter tatsächlich steuern. Es funktioniert gerade. Genau. Man sieht es. Er kann mit dem Kopf schütteln, er kann nicken. Er kann sich bewegen. Genau, wenn ich mal ganz kurz das Bild vom Laptop gerade mal bekomme. Technik, ich brauche mal kurz das Bild vom Laptop. Genau, man sieht jetzt auf dem Laptop, bewegt sich im Moment nicht viel. Es bewegt sich im Moment eine kleine Landschaft da. Die ist dazu da, dass man, während man in der virtuellen Realität sich befindet, das Gleichgewicht behält, weil wenn man eine weiße Fläche einfach nur hat, hat man überhaupt keine Gefühl mehr für die Richtung, in die man gerade reinguckt. Genau, man hat es gerade gesehen, er ist gerade gesprungen, das heißt, er ist gerade über die Grenze rübergegangen, über die der Schrittmotor im Moment nicht mehr weitergehen kann. Da könnte man andere Motoren einbauen, dann würde es anders funktionieren. Genau, und Michi wird noch mal ein bisschen was zur Technik einsetzen, zur Technik sagen, die wir da jetzt einsetzen. Genau. Ja, zur Technik. Die Motoren werden gesteuert durch einen kleinen programmierbaren Chip, nennt sich Arduino. Geschrieben ist er mit der Programmiersprache C++, war mein Job. Der bekommt die Befehle vom Rechner, von Unity, Programmiersprache C#, sein Job. Und, Ja, genau. Ja, wir haben viel mit Zahlen jongliert, wir haben sehr viel Mühe reinstecken müssen, bis wir herausgefunden hatten, in welche Richtung die Oculus sich initialisiert, also in welche Richtung die ursprüngliche Ausrichtung der Oculus ist, sodass wir dann auch den Roboter dementsprechend ausrichten können. Mittlerweile funktioniert es und in dem Sinne, herzlichen Dank und unser kleiner Roboter, er kann auch einiges mehr. Super, danke. Ganz vielen lieben Dank für die Präsentation. Besonders cool auch, dass ihr ja das fortentwickelt habt, was ihr beim letzten Mal schon gemacht habt. Dankeschön.